Aufnahme starten, Junge. Aufnahme starten. So. Käffchen? Habe ich eine Katze gehört? Ach, da sitzt eine. Oh, wie süß. Kann ich die streicheln? Nee. Händler. Ja, wir können ja nur studieren, ne? Tagsüber auf Erfolgschance. Ansonsten klauen. Ist das zu fast? Mein Geschäftspartner hat schon vor 30 Sekunden Zugang. Zu spät. Schon 30 Sekunden zu spät. Ah. Also den falschen Geschäftspartner, mein Freund. Der legt keinen Wert auf deine private Zeit. Warum nicht studieren? Ist auch nichts außer dem Typ. Schon mal. Der Elster Dive gehört, das ist ein riesiger Fisch, der im Schlund der Verdammnis in der Höhle. In der Höhle im Norden zu finden ist. Ein alter Fischer. So. Person führen, bringt ja gar nichts. Oh Gott, Lederheim kann ich mopsen. Oha. Privatlehrerin. Oha. Krass. Oh. Hallo. Ah ja, Junge. Meine Kehle ist ganz schön trocken, aber nach Wein ist mir im Moment eher nicht. Saftige Trauben. Ja. Was? Nein. Mhm.
Sag mal, willst du mich verarschen? Du verrotzter kleiner Bengel? Du reicher Kackvogel? Mal Axt oder was? Ich geb dir den Traum, ich geb dir dies, weil ich denk mir, oh, ja, der braucht das, der will das ja unbedingt haben. Junge, ich bin total. Bin sauer. Bin sauer, so was macht mich sauer, Alter, ehrlich. Bist du für ein Arschgesicht? Kleiner verwöhnter Bengel, deswegen mag ich keine reichen Schnödel. Köstlichen runden Früchte, du weißt schon, wovon ich rede. Ja, von denen ist wie ein Pflaumen, bla bla bla. Nein, du kriegst gar nichts von mir. Du bist ein kleiner Scheißer, bist du. Nein. Halt der Gusch, Alter, verpiss dich. Gar kein Fall, du kriegst von mir nichts mehr. Wichskopf. Ja, verstehe ich, reiche Schnösel. Von nebenan, blöde Drecksau. Kleiner Hosenscheißer ist das. Ich glaube, ich hack, ey. Musst du dir tagsüber so eine Scheiße reinziehen, ne? Spinnt der oder was? Dreckiger Schnösel. Du blöde Sau. Du Zau, du. Du kleine Scheißerchen, du. Macht mich sauer. Macht mich richtig sauer, Alter. Unterkühlen. Fongshong, studieren. Oh, ich mag das. Na sowas, wenn alles klappt, mag ich es. Ein Künstler, der Werbeplakate für das Theater malt. Eigentlich hat er sich auf Landschaftsmalerei spezialisiert. Doch diese Bilder verkauften sich kaum. Er war schließlich ein Porträt der berühmten Sängerin Dulcinea. Welches er aus einer plötzlichen Laune in seiner Freizeit angefertigt hatte, das ihm zum Durchbruch verhalf. Schlimm. Ist doch nicht schlimm, Mensch. Studieren, 100%. Na sowas. Eine Tochter aus berühmter Hause, die Bücher über alles liebt und oft die örtlichen Buchhandlungen in der Hoffnung auf seltene Werke durchstöbert. Am liebsten würde sie Bibliothekarin in Montweiß werden, doch ihre Eltern haben bereits einen Mann außer Kohlen, den sie bald heiraten soll. Das ist eine Sau, Alter, ehrlich. Schon coole Klamotten, ne? Aber... Nö, brauche ich nicht. Geh mal hoch. Oh, Elvis sitzt da. Geil. Es geht. Ach, es war alles umsonst. Was denn? Ein kleiner Freund, erzähl mir deine Sorgen. Ach, ich kann das nicht. Kann das nicht, mein Freund. Du hast 96%. Was soll ich denn machen? Wenn ich dich studiere, habe ich eventuell einen schlechten Ruf hier. Du petzt ja alles. Weil du bist ein bisschen schlurry. Oh, was ist denn hier los? Party alle. Ui, was ist denn hier los? Immer. So ein Verführen. Nee. Ha! Los, lauf einfach an mir vorbei und schmeiß dein Geld zum Fenster raus, so wie alle hier. Okay. Ist ja gut. Feuerseelenstein, Gourmetsuppe, Obstmesser. Könnte ich versuchen, war ich aber nicht. Oh, flambieren, Stufe 6. Oh. Ui. Ach, die Einnahmen waren heute schon wieder eher schlecht als recht. Wie soll ich das dem Besitzer erklären? Er hat sich doch auf mich verlassen und mich sogar zum Küchenmeister gemacht. Ich glaube, ich muss ein sensationelles Gericht kreieren, damit der Laden ins Gespräch kommt. Aber ich muss das mit Köpfchen angehen. Am wichtigsten sind die richtigen Zutaten. Vielleicht ein Delster-Deibel aus der Höhle des Osten. Der Höhle im Osten, der soll unbeschreiblich zart und köstlich sein. Aha. Was geht? Ja, hab ich dir erlaubt, hier durchzugehen? Nö. Aber lass mich doch einfach. Kann ich nicht. Kann ich einfach nicht da durch. Ich kann da einfach nicht durchlaufen. Frechheit. Ja, Frechheit. Ich schwör's dir. Einfach eine Frechheit. Oh.
Nee, 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 Diamant des Anwesens würde ich nicht hochgehen. Das ist ja kein netter Ort. Tag, erstmal Tag abchecken. Was soll das denn? Mit den 78? Nee. Nee. Ja, ich brauche aber noch einen Windstein, glaube ich. Kleider machen Leute. Oh. Ist ja gut, du Model. Stalkerin. Willkommen, bei mir gibt es berühmte neue Delzer Pfannkuchen, hauchdünn und traumhaft lecker. Was findest du sonst nirgends auf der Welt? Lass sie dir also nicht entgehen. Oha. Stufe 7. Fellrüstung. Ich weiß, habe ich schon fast gedacht. Das ist seltsam. In letzter Zeit bin ich ständig erschöpft. Ich war schon beim Apotheker, aber der hat gesagt, ich wäre kerngesund. Außerdem habe ich rund um die Uhr das Gefühl, mich würde jemand beobachten. Kein Wunder, dass ich mich nicht entspannen kann. So langsam glaube ich, mich könnte ein böser Geist verfolgen. Vielleicht sollte ich mir auf dem Weg auf den Westkontinent einen dieser vitalisierenden Steine besorgen, von denen alle reden. Nein, nein, in meinem Zustand würde ich eine so lange Seereise am Ende sicher nicht gut überleben. So kann das doch nicht weitergehen. Was soll ich nur machen? Okay. Bisschen nervös, der Kerl, oder? Bisschen nervös. Hintergassen? Ja. Stimmt, muss ich eh. Ich habe ja schon alles abgeklappert. Goldring. Jetzt ja, ist okay. Boah, ich krieg so komische Klamotten, ne? Nimm mir das Brot. Wo ist jetzt mein Brot? Fand ich jetzt nicht nett. Ich will ein Brot haben. Ja, Leckerchen. Oh, muss ich wegkloppen. Studieren, 100. Na, sowas. Ein Wachmann, dessen noch nonchalantes was? Nonchalantes Auftreten. Ich kenne das wohl gar nicht. Nonchalant, was ist das denn für ein Wort? Nonchalant? Nonchalant. Nonchalant oder Nonchalant? Wird das ausgesprochen? Stark mit seiner professionellen Diskretion kontrastiert. Ob berühmte Schauspieler, Politiker von. Ist das wirklich ein Wort? Nonchalant. Nein, Schlang. So Wort noch nie in meinem Leben gehört. Bedeutung: lebenswürdig, ungezwungen, unbekümmert, lässig. Beispiel: Nonchalant über etwas hinweggehen. Ah, so lässig über etwas hinweggehen. Chillig. Ein Wachmann, dessen nonchalantes Auftreten ist ein lässiges Auftreten. Stark mit seinem. Boah, ich habe noch nie gehört, das Wort, ne? Krass geiles Wort. Nonchalant.
Ob berühmte Schauspieler, Politiker vom Format oder Schwerreiche, die jedermann von Neid erblassen lassen, allabendlich betreten das Ge Was? Betreten das Gebäude Personen von Rang und Namen. Allabendlich. So, betreten das Gebäude Personen von Rang und Namen. Doch darüber verliert er kein Sterbenswörtchen. Schließlich weiß er nur zu gut, dass er sonst enden würde wie sein Vorgänger. Junge, Junge, Junge. Was denn? Kauderwelsch. Versuche ich mich aufzuhalten, ich muss einfach gehen. Wäre ich nämlich gewinne, spüre ich. Spüre ich. Okay, Clown. Geil. Da. Himbeere. Liebende Ehefrau. Ui, was ist denn jetzt? Ich flehe dich an, geh dich schon wieder in diesen schrecklichen Spielsalon. Versuche nicht mich aufzuhalten, ich muss einfach gehen. Heute werde ich nämlich gewinnen, das spüre ich. Also aus dem Weg. Ach Liebling, ich wünschte, jemand würde dich zur Vernunft bringen. Ja. Kann ich gar nicht. Ich kann hier keine reinhauen. Ich will den anderen Weg finden. Studieren. Wie bitte? Ein geheimnisvoller Mann, dessen Namen niemand kennt. Er scheint sich in den Hintergassen als eine Art Tausendsasser zu verdrängen. Er ist äußerst geschickt und vielseitig, aber sein Leben in Armut hat ihn so weit geschwächt, dass er sich nicht mehr sehr nützlich machen kann. Ja, Stein. I'll take. Willst du etwas Dampf ablassen? Gegen die richtige Bezahlung darfst du mich nach Herzenslust verprügeln. Gottes Willen. Wir haben ein bisschen zu viel Nähe. What? Ein Mädchen, das in den Hintergassen geboren und aufgewachsen ist. Sie liebt ihren Bruder, der sich rührt und sich kümmert. Er gibt ihr regelmäßig von seinen Rationen ab und wird deshalb immer dünner. Das sorgt sie zwar, aber gleichzeitig ist ihr Hunger zu groß, um seine Großzügigkeit abzulehnen. Ein Umstand, der sie überaus traurig macht. Guck mal, was der so sagt. Kann ich nicht. So kann ich schon, aber. Diese Person führen bringt ja gar nichts. What's the. In den Hintergassen von Neu-Delster sterben jeden Tag Menschen aus verschiedenen Gründen. Dieser alte Grabrichter trägt die Leichen derer, die sonst niemand haben, aus Mitleid zum Friedhof und bestattet sie dort. Okay. Mein Gott. Okay. Nee. Oh, warte, da hoch muss ich noch. Da hoch muss ich noch. Guck mal, ein verborgenes Objekt ist da oben. Naja, ist okay. Erweckungskraut ist gut. Dafür, dass ich es geschenkt bekommen habe. Spielsalon. Das ist nicht die Hütte von dem Wichser. Studieren. Bitte. Ein Mann, der trunkener von sich selbst ist als von dem Wein, den er in der Hand schwenkt. Er prahlt mit seinen beruflichen Leistungen, doch in Wirklichkeit ist er bloß ein kleiner Fisch in einer Liebesbande. So kann man ihn wegen seiner Ungeschicktheit kaum gebrauchen. Ständig angebrannt, versucht er sein Glück im Spielsalon. Hm. Ui.
Ja. Das war ein langer Arbeitstag. Das stimmt. What? Direktor. Der Leiter des Spielsalons ist ein Strohmann, den die Schwarznatter eingesetzt haben, um problemlos opfern. Haben problemlos opfern könnten, falls es mal brenzlig würde. Wegen seiner Schulden ist er fest in ihrer Hand. Er hat bereits mit dem Gedanken gespielt, sich an die Obrigkeit zu wenden oder einfach abzuhauen. Weiß aber, dass er das nicht überleben würde. Ah. I'll take. Oh. Oh, eine Pflaume. Selbe Leier ist mit Dingens. Wow. Mit Monsieur Oswald als Main Character. Die vier sind schon okay. Hier ist schon eine Hausnummer. Traue ich nicht. Ich glaube, der hat dich angegriffen. Oh, nee, den mache ich nicht. Den habe ich schon versucht. Der hat mir so die Fresse poliert. Oh mein Gott. Der hat mir die Schnauze poliert, jo. Jetzt weiß ich's wieder. Okay. Hand it. I like my odds. Let me show you what I've learned. Indulge me for a moment. Thinking time. Let me show you what I've learned in pursuit of knowledge. Try again. Now then. Indulge me. Study hard. Okay. How worth it? Mm. 260? Geht. Geht. Du bist Fronader nicht alt.
ich hätte schon Bock, die Leute so einfach zu verhören. Gerade in dieser Stadt, wegen dieser Diebesbande. Guck mal, zack, geworben. Okay. I like my odds. I need a plan. Indulge me. I've seen worse methods. Das war gut. Gar nichts. Nee, nee. Brauche hier nichts produzieren. I'll take. I like my odds. Thinking time. Indulge me. Very effective. Aha. Aha. Now then. Indulge me. Aha. I've gained valuable insight. A worthwhile. Oha. Den gar nicht versuchen, hallo? Gar keinen Fall. Ja, das ist wieder so 11 Uhr, das ist meine tote Stunde. Aber wir machen noch den hier. I've seen worse methods. Ja. A worthwhile endeavor. Die Mühen allemal wert, trotz allem. Egal, ich gehe mal kurz ein Powernap machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So lange lasse ich Musik laufen. Bis gleich, meine Freunde. Das ist quasi Teil 1 von Teil 2 von dem Video, was ich heute eigentlich komplett machen wollte hier drüber. Aber egal, scheiß drauf. Ihr werdet schon verstehen, was los ist. Ja, ihr werdet schon verstehen. So, bis gleich. Tschüss.